Hallo, guten Morgen. Ja, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um ein, naja, man könnte es nennen, Experiment. Ihr erinnert euch sicher an die letzten Videos. Ich habe auf meinem Kanal hier als Reparaturbär schon einige Android Autoradios eingebaut, getestet. Und das waren eigentlich alles Geräte, die letzten beiden, vor allem in der Preiskategorie zwischen 300 und 500 Euro. Ja, da bin ich auf etwas gestoßen im Internet, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Also daran gibt es also nichts zu rütteln, die Geräte waren beide top, Qualität war richtig gut, vor allem das letztere, das war wirklich gut, aber auch relativ teuer. Und ja, was soll ich sagen, jetzt habe ich eins gefunden im Internet mit fast den gleichen Features aus dem fernen China, das keine 400, auch keine 500 Euro kostet, sondern ja nur knapp über 100 Euro. Da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal genauer an. Ja, ob das genauso funktioniert, genauso gut funktioniert wie die teuren Geräte. Ich glaube selber nicht ganz daran, aber ja, was soll ich sagen, steht es hier neben mir. Hier ist der Karton, ist gestern angekommen, vorgestern war es, und ja, am liebsten hätte ich sofort losgelegt mit dem Video, aber ich war nicht so sehr fit. Mich hat die Grippe hinweggerafft, es geht jetzt aber langsam wieder besser, und jetzt habe ich mir gedacht, als erstes muss ich euch das mal zeigen. Ja, Unboxing ist ja nicht so mein Fall, das wisst ihr schon. Deswegen will ich das auf Minimum beschränken. Ich hole es jetzt mal raus. Was als erstes ins Gesicht fällt, ist das Format der Verpackung. Das ist nicht mal halb so groß wie die letzten. Ich habe mich schon gefragt, als die Kiste kam, wie soll da ein 8 Zoll Android-Radio reinpassen. Schauen wir mal, was da drin ist. Als erstes kommt eine Tüte zum Vorschein mit knapp 1 Kilo Kabeln. Schauen wir uns gleich an. Was haben wir hier? User Manual, also eine Anleitung in Englisch, nicht in Deutsch. Das lässt sich aber verschmerzen, denke ich. Verpackung. Was man hier? Oh. Wenn ich euch so zeige, sieht das Ganze schon sehr wertig aus. Machen wir die Tüte mal ab. Aber wenn ich es jetzt drehe, Achtung, was ist das? Ich dachte erst mal nur ein Display, aber hinten sind alle Anschlüsse vorhanden. Ich drehe es mal um. Jede Menge Anschlüsse, Antenne, GPS, ja, hier kommt Stromversorgung etc. ran über einen Adapter, und hier sind noch etliche andere Anschlüsse und Kabel sind ja genügend dabei. Ja, darauf installiert soll Android 8.1 sein, auch in Deutsch. Naja, hier, wenn ich jetzt die Regler hier drehe, fühlt sich aber noch recht gut an, aber man merkt schon deutlich, dass das halt nicht die Verarbeitung ist, wie das letzte beispielsweise. Aber für 100, knapp über 100 Euro. So, und dann haben wir hier auf der Vorderseite alle Tasten im Prinzip. Navigation, Band, zurück. Ein SD-Karten-Slot haben wir hier. Dann haben wir hier noch eine. Ne, das sieht nur aus wie eine Klappe. Ne, da ist wohl nichts drunter. Menü, EQ, das hört sich nach Equalizer an, und BT, das dürfte Bluetooth heißen. Und auch hier kein optisches Laufwerk, klar, wo soll die CD auch hin? Ja, die Platine ist echt winzig. Kein Kühlkörper, das macht mich schon mal stutzig. Wohin mit der Abwärme? Es sind ein paar Lüftungsschlitze, aber ja, die ganze Rückseite scheint Kühlkörper zu sein, die ist nämlich aus Metall. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ah, okay, das wäre das Radio. Und den nehmen wir auf Seite. So. Ja, dann schauen wir uns mal an, was an Kabeln dabei ist. Na, komm. Das fällt mir als erstes vor die Füße. Ein CAN bus Decoder. Und darauf steht VW, Skoda, Seat. Ja, das ist also ein spezielles Radio für VW. Golf 5, Golf 6, Passat, verschiedene Modelle etc. Genaueres findet ihr im Internet. Ich verlinke das Gerät in der Videobeschreibung. Ich versuche zumindest, wenn es noch drin ist. Ja, also hier mal die Kabel. Was haben wir dann? Als erstes hier ein Riesengerät von Kabelbaum. Ein Quadlock-Anschluss. Hier der Anschluss für den CAN bus Decoder. Hier haben wir noch was. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier Anschlüsse. Hier ist noch ein Audio. Und zwar ist das, was haben wir hier? AUX-IN. Und AUX-IN natürlich links und rechts. Dann haben wir hier, was ist das hier? Low Use. Keine Ahnung, was das ist. Lässt sich zusammenstecken. Ich vermute mal, wenn man die zusammensteckt, funktioniert das Ganze auch ohne CAN bus. Muss man in die Anleitung schauen. Ist auch keine Belegung auf dem Gerät aufgedruckt. Also muss man, irgendwo wird es wohl sein, denke ich mal. Dann haben wir hier noch Antenne, also Ansteuerung für eine Motorantenne, und hier haben wir Reverse, also Rückwärtsgang. Bin gespannt, ob das hier bei dem auch über den CAN bus funktioniert, weil ich habe hier eine Rückfahrkamera in meinem Golf Plus. Die wird natürlich mit angeschlossen. Also das ist schon mal unser Adapter. Dann liegt hier noch einer bei. Ja, das ist das gleiche, nur halt auf ISO-DIN Stecker, also ohne Quadlock. Aber auch hier ist ein Anschluss für den CAN bus. Dann haben wir hier nochmal Antennensteuerung, Key 1, Key 2, das dürfte für die Lenkradfernbedienung sein. Aber die brauchen wir bei CAN bus nicht, das müsste es eigentlich direkt unterstützen. Auch hier diese beiden Stecker, Low Use und Audio Input. Wird nicht gebraucht hier bei uns. Dann haben wir hier noch ein Riesenkabel mit jede Menge Chin-Stecker. Das dürften Ein-Ausgänge sein. Dann haben wir hier Video in, Subwoofer, Video out. Was haben wir hier? AUX. AUX linear. Aha. Und dann haben wir hier noch Audio aus. Rechts, links. AUX in rechts und Video in. 1. Dann liegt hier noch eins bei, ist gar nicht beschriftet. Was das könnte, es ist in alle Fälle mal ein Videostecker. Was könnte das sein? Vielleicht die Rückfahrkamera. Schauen wir uns nachher an in der Anleitung. Was haben wir hier? Dann haben wir erstmal das hier. 2 USB-Anschlüsse. Sehr gut. USB 1. USB 2, sogar beschriftet, finde ich gut. Dann hier die obligatorische GPS-Antenne. Sieht eigentlich aus wie ein Android Radio mit Klebefolie. Magnetisch. Nein, magnetisch ist nicht, aber selbstklebend. Kommt wieder unter das Armaturenbrett. Und dann haben wir hier noch einen Antennenadapter, aber einer mit nur einem FAKRA-Anschluss. Und hier mit Phantomspeisung, in Chinesisch beschriftet, sehr toll. Aber was soll das sonst sein? Es ist Phantomspeisung und Standard-Antennenanschluss. Da habe ich mir noch einen Adapter besorgt. Also wird der hier auch nicht benutzt, mit passend zu meinem Auto mit 2 Antennenanschlüssen auf FAKRA hier. Ja, das ist der komplette Lieferumfang. Ich gucke mal schnell in die Anleitung, ob da irgendwas beschrieben ist von wegen Kabelbelegung. Das sieht mal nicht so aus. Doch, auf der letzten Seite. Ich zeige es euch. Hier sind alle Belegungen aufgedruckt, natürlich auch in Englisch. Schaue ich mir nachher nochmal genauer an. Ja, Belegung ist auf alle Fälle da. Ja, dürfte im Einbau nichts im Wege stehen. Ah, hier auf der Seite ist auch beschrieben. Auch natürlich in Englisch. Mit dem CAN Bus. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das wäre echt ein Hammer für 100 Euro. Ich glaube 118 kostet es genau. Kommt allerdings direkt aus China, das heißt, wenn er das bestellt, müsst ihr ein bisschen warten drauf. Bei mir hat es, wie lange hat es gedauert? Etwa 2 Wochen, nicht ganz, ich sag mal 10 Tage etwa, 10 Werktage. Für China eigentlich sehr schnell. Ja, den Support habe ich auch ein bisschen getestet, indem ich ihn mit verschiedenen Fragen genervt habe. Innerhalb von 24 Stunden wurde mir auch immer geantwortet. Auf Englisch und Deutsch. Mit dem Google-Übersetzer vermutlich. Ein bisschen, ja, ein bisschen gehacktes Deutsch nenne ich es mal, aber verständlich. Ja, dann lege ich mal los, würde ich sagen, mit dem Einbau. Euch erspare ich jetzt mal den ganzen Ausbau vom Werksrate, der ja wieder drin ist. Das erspare ich euch jetzt mal, das habe ich euch ja schon oft genug gezeigt. Fangen wir dann direkt an, wenn es um den Einbau geht. Noch was dazu zum Einbau. Ich will das Gerät auch noch mit DAB nachrüsten. Ich habe ja noch den DAB-Tuner von dem ersten China-Radio. Der schließe ich einfach mal USB an. Und wenn der deutsche App Store hier drauf ist, weiß ich alles noch nicht. Dann dürfte es ja kein Problem sein, DAB-Apps installieren. Es ist halt die Frage, ob das Gerät schnell genug ist für DAB zum Dekodieren. Leistungsdaten, ich glaube, das ist ein Quad-Core-Prozessor. Ja, Quad-Core ist drin. 1 GB RAM und 16 GB interner Speicher. Und dann haben wir ja noch den SD-Schacht vorne. Und soweit ich weiß, kann man ja bei Android 8 auch Apps, also Anwendungen, nach dem externen Speicher auslagern. Aber 60 GB dürften normalerweise auch reichen fürs Auto. Navigation, weiß ich auch nicht, ob eine drauf ist, wird auf alle Fälle unterstützt. Ich habe ja einige hier, die ich dann ausprobieren kann. Ja, würde ich sagen, kommt einfach mal mit in die Werkstatt zum Auto und dann schauen wir mal. Also auf